So, hallo Leute. Heute geht es bei mir in dem Video über Hundeortungsgeräte. Ich habe als erstes damals einen Italiener gehabt, der teilweise relativ gut funktioniert hat. Einmal hat er mich halt sauber verarscht. Das heißt, also da hat die Heidi einen Überläuferverletzten verfolgt und dann bin ich also 80 Meter in den Bestand rein. Und auf einmal zeigt das Gerät 50 Meter nach hinten und dann rennt es wie so ein Depp im Kreis und schwitzt Blut und Wasser, dass dem Hund was passiert. Aus. Und ja, dann war das Thema für mich eigentlich erledigt. Dann gibt es noch das Hundeortung von der Firma Trekker. Das heißt, es läuft über Handy. Scheidet bei mir auch aus, weil ich, wie gesagt, nicht jetzt da gerade am Forstweg entlang marschiere. Also ich habe auch so schon immer Schwierigkeiten, mein Handy trocken zu halten, weil ich sehr, sehr stark schwitze. Aus jetzt. Psst, die Hunde im Zwinger. Ne? Das Herrchen ist da und dann gibt es gleich wieder Stress. Also, und da dann mit klammen Fingern, Handschuhen und alles ist sterbensnass, Regen, Schnee und dann auf dem Handy umeinander wischen. Ich habe ja so einen ganz billigen Klotz, der würde wahrscheinlich eh nicht funktionieren. Und wer dann da mit seinem, keine Ahnung, 700-Euro-Handy durch die Gegend turnt, viel Spaß, also meins wäre es nicht. Und da bleibt eigentlich nicht viel anders übrig, außer jetzt die Firma hier, und zwar ist das von der Firma Garmin. Kostet ein Heidegeld, ein Heidengeld die Geräte, funktionieren aber einwandfrei. Aus jetzt. Meine Kollegen schwören also da drauf, ich habe es also beim Kollegen auch immer gesehen, da haben die immer eigentlich ganz gut funktioniert. Und ich habe jetzt hier, wie gesagt, das Alpha 100, das ist dieses Teil hier, also das neuere Modell gleich geholt. Jetzt schauen wir mal, was wir ankriegen. Also mit dem Touchscreen aus. Schauen wir mal, dauert ein Momentchen. Jetzt, ich hoffe, man sieht es jetzt hier ein bisschen. Ist ein Haufen Technik drin. Jetzt schauen wir mal hier die genaue Erklärung. Hier sieht man es ein bisschen. Die genaue Erklärung ist am besten so: ja, Gebrauchsanleitung einmal durchlesen. Und dann halt, wie gesagt, einfach mit den Dingen mal ein paar Abende spielen, schauen, probieren. Was bei den neuen Modellen ganz gut ist, dass man also, was halt immer ein Problem ist, wenn mehrere Hundeführer da sind, dann kommt immer einer ist auf meiner Frequenz. Das ist mittlerweile so ein Tastendruck und man wechselt automatisch die Frequenz. Das heißt also, alle Halsbänder, die da drauf gespeichert sind, gehen also, wechseln dann die Frequenz und man hat also dann nicht das Problem, dass man da ewig umeinander tippen muss. Das ist relativ einfach. Hier kann man dann auch, ja. Jetzt ist es wieder ausgeschaltet. Jetzt wieder hoch. Schauen wir gleich nochmal zu. Es gibt jetzt da, wie gesagt, zwei Halsbänder. Einmal fangen wir mit dem kleinen an. Das ist das sogenannte Mini. Jetzt ist gut aus. So schaut das Ding aus. Und einmal das klassische T5. Die Reichweite beim Mini ist etwas geringer, irgendwie mit 5 Kilometern und da, keine Ahnung, 10 meine ich. Ist aber so, dass im normalen Einsatz eigentlich auch so ein Mini vollkommen ausreicht. Ich setze jetzt halt das zum Beispiel bei den Dackeln ein, die aus. Die gehen dann zwar auch teilweise ein bisschen weiter, aber ich hatte bis jetzt noch nie das Problem, dass die Hunde so weit weg waren, dass das Ding nicht funktioniert hat. Also auch in schwierigen Gelände wie Mais oder jetzt Berg und Tal haben wir letztes Mal gehabt und dann wie gesagt hier dieses T5. Bei mir hat es bis jetzt immer funktioniert, auch wenn das jetzt ja, andere was dagegen sagen. Einschalten tut man die Dinger hier hinten.
Das Einspeichern ist alles, ich sag mal, sehr, sehr angenehm gemacht. Man muss sich halt die Gebrauchsanleitung mal ein bisschen durchlesen und einfach mal mit den Dingern spielen. Jetzt schauen wir gleich mal. Muss jetzt erstmal neu laden. Ja, aus. Warum benutzt man so ein Ding? Es ist einfach eine ganz klasse Geschichte, wenn man weiß, wo der Hund ist. Und das Ding vibriert oder zeigt einem zum Beispiel auch an, Hund steht vor. Das heißt, also der Hund bewegt sich nicht so, sondern ist an einem Punkt. Dann weiß man zum Beispiel, er hat was gestellt oder er ist verletzt oder sonstiges und kann also dann rucki-zucki mit dem Gerät praktisch, ja, dem Hund zur Hilfe eilen. Was noch ganz cool ist, ist an dem Ding, man kann da also auch das Halsband zum Leuchten bringen. Das ist gerade nachts interessant. Schauen wir mal, ob wir das Richtige jetzt erwischt haben. Wir gleich mal. Schneller. Passt. Kann man also dann auch einen Ton machen am Halsband, um dem Hund ein Signal zu geben. Und hier haben wir einmal vibrieren und das ist jetzt wie gesagt dieses Licht. Machen wir es mal wieder aus, Licht aus, Licht an, machen wir mal hier schnelleres Blinken. Also dann jetzt blinkt praktisch das Halsband und man kann dann den Hund also nachts auch sehen. Nochmal langsames Blinken, also das ist dann schon eine ganz coole Geschichte. Und wie gesagt, hier zum Beispiel vibriert das Teil, da kann man dem Hund ein Signal geben, zum Beispiel, er soll aufhören, da zu jagen. Das ist der Punkt hier in der Mitte. Machen wir das Licht wieder aus. Genau, und dann hier den Signalton, also dann auch praktisch zur Hundeerziehung geeignet. Also das ist jetzt gerade jetzt mit dem Licht, das finde ich eine absolut geile Geschichte, weil wenn es dann doch dunkel wird und man schaltet das an, sieht man das schön vom Weiten. Und ja, also kann man praktisch den Hund auch gleichzeitig mit diesem Vibrationston oder mit dem Piepton ein bisschen erziehen. Und die ganze Geschichte wieder aus. Also die Taste hier oben, schauen wir mal, ob das sieht. So. Ja, dann, ne? Das ist jetzt wieder schlimm, wenn das Härchen hier ist. Ne? Dann hier haben wir den Vibrationston und hier den Pieper. Das mal ausmachen wieder. Also das hier praktisch. Das ist auch relativ laut. Das sind halt so ein paar Spielereien. In dem Ding steckt noch um einiges mehr drin. Ja. Aus! Nein. Man muss sich halt einfach mit dem Gerät ein bisschen spielen. Und dann blickt man da schon durch. Ich möchte es mittlerweile nicht mehr missen, weil es einfach beruhigend ist, wenn man auch sieht, wo der Hund ist, wie der Hund arbeitet. Aus! Wieder Aufregung pur hier, wenn mal einer vorbeigeht. Psst. Ja, das ist also so das Gerät, was ich verwende. Kostet ein Schweinegeld. Aber wie gesagt, wenn man das mal in Tierarztkosten oder wenn der Hund weg ist, hochrechnet, dann ist es auch wieder ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen geringer. Ja, was noch ist mit dem, habe ich beinahe vergessen. Man kann also andere Geräte auch mit einspeichern. Das heißt, man weiß dann, wo der Kollege ist.
und kann also da auch zu Hilfe kommen. Man braucht sie also nicht mehr. Früher hat man sie dann einfach ein Halsband vom Hund genommen, hat sich das irgendwo drum geschnallt bei Nachsuchen oder irgendwas anderen war und ist dann praktisch mit dem Halsband spazieren gegangen. Und die Kollegen konnten einen dann auch wiederfinden. Ja, man kann also auch wieder ganz interessant Geräte von Kollegen von einspeichern. Also das heißt, wenn jetzt zum Beispiel mein Kollege 3 Hunde hat, dann kann ich die alle dranhängen und sehe also auch, wo seine Hunde arbeiten oder wo die Hunde insgesamt arbeiten. Und das ist halt dann schon eine klasse Geschichte. Dann schauen wir mal, ob wir da hier die Karte noch finden, dass man auch so ein bisschen mal sieht, was da so ein Hund arbeitet. Man kann sich das also alles ausdrucken lassen und da praktisch dann noch mal, na, dauert jetzt eine Weile, dann also genau schauen, wie und wo die Hunde wie gearbeitet haben. So, jetzt sind wir hier mal nicht richtig. Da sieht man jetzt zum Beispiel mal, was da die Hunde gemacht haben. Jetzt wieder zurück hier, dass wir die anderen da auch mit reinkriegen. Also ich sage, man muss sich da einfach mal ein bisschen mitspielen. Dann blickt man da schon drunter. Kann also da recht schön wegzoomen. Gibt es natürlich auch noch haufenweise Karten für. So, da müssen wir wieder hin. Da sieht man jetzt zum Beispiel mal eine Linie, was der Hund gearbeitet hat. Da steht auch drin, was das dann Gebiet ist. Nadelwald zum Beispiel. Ja, da läuft einer über den Acker, das mögen wir gar nicht, ne? Aus! Ja, und das sind wie gesagt so die Spielereien. Heidi! Ja, ich möchte es nicht mehr hergeben. Und gerade, wie gesagt, wenn man Hunde hat, die dann doch relativ flott am Schwarzwild arbeiten, ist das dann auch eine absolute Lebensversicherung für den Hund, weil man einfach zur Hilfe kommen kann und ihn da unterstützen kann. So, jetzt ist wieder gut aus. Aus. Ja. Na. Mein Gott. Ist eigentlich so, ich sag mal, der Marktführer oder die beste Firma auf dem Markt neben diesem Trecker, das soll auch nicht schlecht sein, bloß wie gesagt, ich bin nicht der, der am Handy da rumfummelt. Das ist nicht, funktioniert bei mir nicht. Das Ding hat man einfach umhängen, kann jederzeit draufschauen und unterstützen. Ja, das war jetzt so mein Video, welches Hundeortungsgerät ich verwende. Und das ist halt einfach, also ich fahre mit dem Ding sehr gut und möchte es eigentlich nicht mehr hergeben. Apropos Lebensversicherung noch, ich kenne die Geschichte von einem guten Jagdkollegen, der praktisch seinen Terrier verloren hat, weil er halt einfach nicht schnell genug da war. Der hatte jetzt kein so ein Gerät, beziehungsweise hatte seins verliehen und hatte dann eine Drückjagd und konnte also den Hund dann auf die Schnelle nicht beistehen. Das hat dann ewig gedauert, bis man den gefunden hat und ja, dann ist er also verstorben.
Und mit den Dingern kann man halt dann immer, selbst wenn die Verbindung mal abreißt, ins Auto setzen. Man kann da Strecken fahren, man findet den Hund wieder. Man braucht keine Zettel irgendwo hinhängen oder irgendwo lang suchen, sondern mit dem Ding findet man ihn einfach wieder. Ja, das war mein Video zum Thema Hundeortung. Ich habe lang überlegt, lang geschaut, aber ist so, das ist halt im Moment für mich das Nonplusultra, was Hundeortung angeht. Kosten Schweinegeld, aber wie gesagt, man muss immer gegenrechnen. Tierarztkosten, Hund verloren, verletzt. Wie gesagt, einige klauen ja auch gerne mal so einen Hund, der war so lieb, da gehen wir nicht mehr her. Und alter so Geschichten und so findet man den Hund also wieder. Ja, das war's. Vielen Dank, macht's es gut, euer Waldläufer.